Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Menschen hier im Saal, aber auch im Livestream, wir werden ja übertragen ins World Wide Web. Vor 2 Jahren habt ihr mich mit einem wirklich tollen Ergebnis zum Landesvorsitzenden gewählt, was mich persönlich sehr motiviert hat, diese 2 Jahre auch in diesem Amt zu arbeiten. Und da damals die Regierungsbeteiligung für uns ja relativ überraschend kam, habe ich nach der Wahl mal ein sehr erfahrenes grünes Mitglied gefragt, was ist eigentlich die Aufgabe eines grünen Parteivorsitzenden in einer Regierungsbeteiligung? Und die Antwort war, ist doch klar, aufpassen, dass die Grünen in Regierung und Fraktion nicht grüne Inhalte verstoßen. Wenn dem so wäre, dann bräuchten wir dieses Amt eigentlich nicht, weil unsere Grünen in Regierung und Fraktion haben unter sehr schwierigen Bedingungen eine tolle Arbeit geleistet und der Landesregierung einen grünen Stempel aufgedrückt. Und ich gebe zu, es wäre auch eine sehr defensive Rolle, die im Landesvorstand dazu gebilligt wird. Aber ich habe ein anderes Verständnis von diesem Amt. Für mich findet Politik eben auch außerhalb der Parlamente statt, auf der Straße, in Veranstaltungen und Foren, im Austausch mit Initiativen und Verbänden und natürlich im ständigen Dialog im Netz. Ich möchte auch weiterhin, dass unsere Partei in Regierungszeiten nicht nur die Politik der Regierung begleitet, sondern dass sie eigenständig ist, dass sie kreativ ist, dass sie eine Ideenschmiede ist, eine Denkfabrik, die unser Programm sozusagen immer weiterentwickelt. Und genau dafür bewerbe ich mich um weitere 2 Jahre als euer Landesvorsitzender, liebe Freundinnen und Freunde. Der Wahlkampf war kurz und hart und die Koalitionsverhandlungen sehr anstrengend. Ich bin immer noch ziemlich platt davon, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und auch wenn der Vertrag eine deutlich grüne Handschrift trägt, das haben wir gestern auch diskutiert, haben wir auch gemerkt, dass uns in dieser Koalition nichts geschenkt wird. Wer, wenn nicht wir, wissen, dass viele dicke Bretter gebohrt werden müssen, um wirklich umzusteuern Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und deswegen ist es berechtigt, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen den ökologischen Umbau in unseres Industrielandes, den Schutz von Umwelt, von Wasser, von Luft, dass die Menschen das nicht der SPD, nicht der CDU, sondern uns zutrauen. Und immer wenn es zum Schwur kommt, wenn die Interessen der Umwelt berührt sind, ist es ein Auftrag für uns, klar und deutlich unsere Stimme zu erheben. Unsere programmatische Sturheit ist ein attraktives Alleinstellungsmerkmal in der Parteienlandschaft. Das war in dieser Koalition so und das wird auch so bleiben in den nächsten Jahren, liebe Freundinnen und Freunde. Deswegen heißt es für mich grüne Eigenständigkeit, auch eigenständig der SPD gegenüber zu sein und immer wieder zu betonen, wo wir uns auch unterscheiden als Parteien. Rot-Grün ist nicht Ziel unserer Politik, Rot-Grün ist Instrument zur Durchsetzung unserer grünen Ziele. Das gilt für die Energiewende, das gilt für die Verkehrswende, das gilt für die vielen regionalen Themen, wo eigentlich auch nur Grüne verlässlich sind. Sei es bei der Ablehnung gegen das Fracking, sei es bei unserer Arbeit für einen Nationalpark in OWL, sei es beim Lärmschutz rund um Flughäfen und Straßen, sei es beim Flächenfraß am Niederrhein. Wir müssen verlässliche Anwältinnen und Anwälte für diese Anliegen bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind Anwälte und Anwälte der ökologischen Frage, ohne Zweifel. Die ökologische Frage muss und kann aber eben nur zusammen mit der sozialen Frage beantwortet werden. Denn unsere Wählerinnen und Wähler vertrauen uns auch immer stärker bei der Durchsetzung der sozialen Gerechtigkeit. Und wir lösen die soziale Frage eben nicht, indem wir die Pendlerpauschale erhöhen und damit unökologische Lebensweisen subventionieren. Wir lösen sie nicht, indem Energieverschwendung noch staatlich unterstützt wird, sondern wir lösen sie, indem wir soziale Gerechtigkeit auch in allen ökologischen Themen automatisch mitdenken. Das Sozialticket zum Beispiel ist ökologisch und sozial gerecht. Lärmschutz, gerade in Vierteln und Ortschaften, in denen Ärmere wohnen, die sich einfach die hohen Mieten nicht leisten können, ist ökologisch und sozial gerecht. Und Verbraucherschutz ist ökologisch und sozial gerecht, zum Beispiel um Menschen vor Abzocke durch Großkonzerne zu schützen. Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich vor allem, dass jeder Mensch ein Recht auf Teilhabe an dieser Gesellschaft hat und Gerechtigkeit und Teilhabe gehen nicht ohne Solidarität. Und da sind neue Studien zum sozialen Klima in Deutschland wirklich alarmierend. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtspopulismus nehmen zwar leicht ab,
Aber was zunimmt, ist auch soziale Kälte, soziale Abstiegsängste und soziale Abwertung, frei nach dem Motto, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ich finde das sehr erschreckend in diesem reichen Land. Und deswegen haben auch wir Grüne hier einen Auftrag. Wir müssen unsere sozialen Sicherungssysteme so umbauen, dass sie Abstiegsängste nehmen und armutsfest sind, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen muss auch bei der ganzen Debatte um Prioritäten, was den Bundestagswahlkampf angeht, muss auch klar sein, dass die Konzepte und Ideen für mehr Teilhabe, die wir bereits entwickelt haben als Grüne, dass die auch weiter vorangetrieben werden. Und das bedeutet für mich vor allem eine Kindergrundsicherung, eine Garantierente im Alter und ein Ende der Sanktionen bei Hartz IV, um endlich eine angstfreie Grundsicherung zu erreichen. Das sind knallgrüne Forderungen, die unbedingt in ein grünes Sozialprogramm gehören, liebe Freundinnen und Freunde. Die Bundestagswahl 2013 wird die Entscheidung darüber bringen, ob unser Gemeinwesen wieder gestärkt oder ob es weiter geschwächt wird, wie durch die Bundesregierung. Wir erleben weltweit und auch in Europa derzeit, wie sehr entfesselte Märkte die Demokratie angreifen und wie sehr sie auch die Solidarität der Menschen untereinander infrage stellen. Wenn Solidarität aber ins Wanken gerät, so wie jetzt in vielen Teilen Europas, kippt auch das Freiheitsprinzip um. Das soziale Gewissen wird dann ausgelagert und für Solidarität und Fürsorge sind bloß noch private Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen zuständig. Und versteht mich da bitte nicht falsch, bürgerschaftliches Engagement ist großartig und unverzichtbar, gerade in Pflege, in Erziehung, in Jugendverbänden. Aber bürgerschaftliches Engagement darf nie ein Ersatz für einen funktionierenden Sozialstaat sein, liebe Freunde und Freunde. Ein funktionierendes Gemeinwesen fängt in den Kommunen an und deswegen müssen wir, und ich bin sehr froh, dass wir als Landesverband da sehr geschlossen sind, eine bessere kommunale Finanzausstattung zu einem sehr, sehr starken Thema im nächsten Bundestagswahlkampf machen. Und deswegen sage ich auch sehr deutlich, sozusagen präventiv, wir dürfen auch nicht blind sein auf dem grünen Auge, was unsere eigene Vergangenheit angeht. Damals in der rot-grünen Bundesregierung haben wir auch durch Deregulierung und Steuersenkungen mit dazu beigetragen, dass dem Staat Milliarden an Steuereinnahmen verloren gegangen sind. Das darf uns in einer Bundesregierung mit grüner Beteiligung nie wieder passieren, liebe Freundinnen und Freunde. Nach einer Verschnaufpause, also einer kurzen Verschnaufpause in diesem Sommer, werden wir also alle Energien sammeln für einen Bundestagswahlkampf, denn nur mit einer anderen Bundesregierung mit grüner Beteiligung werden Länder und Kommunen gestärkt. Lass mich zum Schluss noch etwas sagen zur politischen Konkurrenz, also zu politischen Mitbewerbern, denn in diesem Bundestagswahlkampf werden wir es auch wieder mit der Piratenpartei als starkem und neuem Mitbewerber zu tun haben. Inhaltlich, das ist, glaube ich, vielen auch bewusst geworden, im Landtagswahlkampf kann uns diese Partei nicht das Wasser reichen. Ich halte es aber für geschichtsvergessen, mit der Piratenpartei so umzugehen, wie Helmut Schmidt einst mit den Grünen umgegangen ist. Ich möchte, dass wir Grüne fair und entspannt und attraktiv bleiben, weil wir starke Inhalte und Konzepte im Angebot haben, weil wir inhaltliche Auseinandersetzungen nicht scheuen brauchen, auch nicht mit der Piratenpartei und weil die Piratenpartei eben auch Partner für Demokratie und für Beteiligung sein kann. Denn wir als Grüne sind ja Erfinder von Basisdemokratie und Beteiligung und das gilt natürlich auch für das digitale Zeitalter. Und ich bin sehr stolz auf die Grüne Denkfabrik, die wir letztes Jahr organisiert haben, gemeinsam mit euch und die natürlich weitergehen muss. Und ich bin auch sehr stolz auf unsere große Online-Beteiligung zu den neuen Ladenöffnungszeiten, wo über 10.000 Menschen in kürzester Zeit mitgemacht und grüne Regierungspolitik beeinflusst haben. Transparenz und Beteiligung, diese zwei Prinzipien müssen auch in Zukunft noch stärker für unsere Partei gelten, liebe Freundinnen und Freunde. Unsere Partei, unsere Grüne Partei ist hochattraktiv. Wir haben weiter steigende Mitgliederzahlen im Vergleich zu anderen Parteien und wir bewegen dieses Land. Attraktiv bleiben heißt aber auch, offen bleiben. Jedes Mitglied ist bei uns willkommen. Jedes Mitglied ist eine eigene, erneuerbare Energie, die diese Partei antreibt. Und offen bleiben heißt auch, offen für Kritik zu sein, offen für ungemütliche Fragen, auch von neuen Mitgliedern, offen für das Infragestellen alter Antworten. Eine solche Partei, liebe Freunde und Freunde, wird stark bleiben und noch sehr viel bewegen. Und einer solchen Partei wäre ich sehr gerne wieder euer Landesvorsitzender. Ich bitte um euer Vertrauen. Vielen Dank.
Liebe Freundinnen und Freunde, es liegen keine Fragen an Sven vor. Das heißt, wir können direkt zur Wahl schreiten und ich bitte euch, eure Abstimmgeräte zur Hand zu nehmen. Mit der 1 enthaltet ihr euch der Stimme, mit der 2 stimmt ihr mit Nein und mit der 3 wählt ihr Sven Lehmann. Ich eröffne die Abstimmung. Und da ist sie offen. Hatte jede und jeder die Gelegenheit, seine ihre Stimme abzugeben? Das scheint der Fall zu sein. Ah, nein, da gibt es noch Probleme. So, jetzt kommt. Ist das hinten ein Problem bei der Abstimmung? Ja. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, nicht sitzen zu bleiben, sondern sich mal ein bisschen auf den Weg zu machen. Ist der Kollegin gegenüber nicht ganz freundlich, wenn sie allein durch den Saal flitzen muss. So, wunderbar. Jetzt sind wir aber wirklich so weit, dass ich die Abstimmung schließen kann. Das mache ich dann jetzt auch und wir warten aufs Ergebnis. So, es wurden 255 Stimmen abgegeben. Davon waren alle gültig. Das Quorum lag bei 128 Stimmen. Es gab 8 Enthaltungen, 15 Nein-Stimmen und 232 Stimmen für Sven Lehmann. Das bedeutet 90,98%. Damit ist Sven als Landesvorsitzender bestätigt. Und Sven, ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Was für eine großartige Partei. Ich danke euch ganz herzlich. Ich muss echt sagen, ich habe irgendwie gestern schon mehreren gesagt, ich fühle mich wie so eine ausgequetschte Zitrone, die jetzt sozusagen heute nochmal eine wunderbare Limonade irgendwie herstellen muss. Aber ich danke euch ganz herzlich. Wir sind total müde, ich gebe es echt zu, aber ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten 2 Jahre. Wir verschnaufen jetzt ein bisschen, wählen hoffentlich einen großartigen Landesvorstand und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Monika, weil es war echt ein ganz, ganz tolles Team, was wir da waren an der Spitze und danke euch ganz herzlich und ihr seid super. Vielen Dank.